sagt jetzt, ich soll hier lang fahren. Ihr hört den Sender Flyers Kühlwand. So. Interessant. Wie ihr alle wisst, benutzt Pagan den stillgelegten Tee-Exporteur Kürat-Tee. Sollte ich hier lang irgendwie, aber. Das kann doch gar nicht stimmen, oder? Doch, das stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Ich frag mich, ob irgendeine ausländische Antidrogenbehörde darauf hereinfällt. So, Rabbi Rairana, hattest du das Thema nicht schon? Ich meine ja, es kommt mir schon sehr bekannt vor. Überall sind doch dieselben alten Kürati-Logos drauf. Kürati, genau. Hat er ja schon mal erzählt. Dabei spielt das hier gar keine Rolle. Wir haben überhaupt keine Antidrogenbehörde hier. So, hier hoch. Keine EPA wie in den Staaten. Keine NMCC wie in China. Ach, shit, ey. Und denen ist auch egal, ob wir wissen, dass sie mit Drogen handeln. Als ob das noch einen Unterschied machen würde. Die Treppe schaffen wir doch locker. So, ist ein Jeep. Foltern und der Zwangsarbeit. Es gibt keinen Berater. So, dann parken wir die Karre mal eben davor. So, dass ich gleich wieder einsteigen kann hier. Das reicht. Okay. Steigen wir hier aus. Wir haben schon fast einen ganzen Fuhrpark gesammelt. So. Was hast du denn? Kann mir bitte jemand helfen? Ja, hallo. Eine Familie wurde beschuldigt, Waffen für den goldenen Pfad versteckt zu halten und daraufhin verschleppt. Ich weiß nicht, was werden ich keine tun Waffen soll. Gefunden, wird die Royal helfen? Army sie exekutieren. Wenn aber doch Waffen gefunden werden, erwartet sie ein viel schlimmeres Schicksal. Und ihm helfen ich kenne wir natürlich. Dich. Du gehörst zu Sabal. Du kannst mir helfen. Schön langsam. Was ist denn los? Die Royal Army hält meine Tante und deren Kinder gefangen. Angeblich hätten sie den goldenen Pfad unterstützt und mit Lebensmitteln versorgt. Und tun sie das? Ich helfe dem goldenen Pfad gerne aus, aber ich muss schon wissen, auf was ich mich einlasse. Ja, sie helfen dem goldenen Pfad. Meine Tante kennt Leute, Verstecke, Versorgungsrouten. Aber ihre Kinder sind unschuldig. Bitte, ich flehe dich an. Okay, okay, ja, ja. Keine Sorge, ich bin schon dabei. Jo. Warum setzt denn der sich hin mitten im Gespräch? Und warum flackert das immer mal so kurz, das Bild? Oh, ein normaler Händler, mit dem man reden kann. Eine Händlerin. Herein spazier, zieh dich in Ruhe um und sag mir, was du kaufen oder verkaufen möchtest. Ja. Verkaufen. Jawohl. Dann Munition nachfüllen. Jawohl. Kaufen und anpassen. Körperpanzer, Heilspritze. Können wir alles gebrauchen. Noch ein paar Waffen. Was haben wir denn noch hier? Kampagnen. Haben wir schon alles. Haben wir schon. Hier irgendwie wieder eine, die wir mitnehmen können. Also mit der. 78.000 Schnäppchen, komm. Kaufen. Ja. Die ist nicht schlecht, ne? Warte mal. Was sind das? Eine Schrot. Schrot ist jetzt. Die können wir auch noch kaufen. Das ist eine zweihändige MP. Die würde ich mal gerne vergleichen mit der, die wir haben. Guck mal, die ist wesentlich genauer. Ich mag diese genaue Waffe. Trotzdem werde ich die auch mal kaufen. Jawohl. Ja. Gekauft. Der Bildschirm sah letztes Mal irgendwie noch anders aus, oder? Täuscht mich das gerade. Das war's schon. Einzigartiges Nüssdinger. Ja, komm, nehmen wir auch noch mal mit. Die ist eigentlich gar nicht schlecht, ne? Hohe Schussfrequenz mit einem Schalldämpfer kombiniert. Einer gefährlichen und leisen Waffe für den Nahkampf. Pass auf, die nehme ich mal. Ja. Und die würde ich ganz gerne einmal vergleichen. Aber mit was? Für den Nahkampf. Oder? Schrotflinte kaufe ich auch mal. Ich überlege, die gegen diesen Granatwerfer auszutauschen, aber der ist eigentlich so effizient. Weil wir ja jetzt doch irgendwie ins, Dingsgebiet rein müssen. Ins Feindesgebiet. So, das war es auch schon. Muni. Warte, Karten haben wir ja eh alle. Ich gucke nochmal nach, ob da nichts Neues aufgepoppt ist. Nope. Munition ist voll. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir die mal mitnehmen?
die Stinger gegen diese, diesen Granatwerfer. Aber der Granatwerfer ist so super praktisch, wenn es um Autos geht und so. Nee. Du bist mir immer eine Freude. Wir haben einen guten Bogen. 300 Meter in die Richtung. Kann man nicht fliegen? Ist denn eh da oben hin? Ich will fliegen. Hallo? Darf ich fliegen, bitte? Hier steht aber nichts zum Fliegen, ne? Wie bin ich denn jetzt gelaufen? Uah. Na gut. Komm, wir düsen mal mit dem Ding hin. So. Huch. Ja. Mann, das ist ja wie montags morgens auf dem Weg zur Arbeit. Da passiert mir das auch ständig. Scheiße. Jetzt wollte ich extra mit dem Geschütz da schön hier uns den Weg frei halten und jetzt das. Okay, der Adler ist abgelenkt. Quad? Na, ein Quad, ich weiß nicht. Mäh. Was ist denn da hoch? Wie sollen wir denn da hochkommen? Oh, cool. Ist das eine Pflanze? Ist eine grüne, ne? Yeah. Heilspritze. Äffchen. Makaken, ne? Oder? Waren das Makaken? Ich glaube, das waren Makaken, ne? Gibt es hier irgendwo einen Aufstieg? Hier könnte es klappen. Denn ist die Straße. Aber wer nimmt schon Straßen? Straßen sind uncool. Sisse wohl. Perfekt. Einmal hier hoch. Und dann einmal da hoch. Jeppa. Oh. Was macht da so Geräusche? Darf ich erstmal um die Ecke lugen? Oh oh. Scheiße. Wow, 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 wow. Ein Bär und Honig, natürlich. Beides zusammen. Ein Honigbär. Oder Bärenhonig. Nichts geht über Bärenhonig. Wir müssen weiter in die Richtung. Komm. Das sind noch 100, obwohl 100 Meter sind nicht viel. Aber ich kann auch hier hoch. Kommt das Gleiche raus. So, mal vorsichtig rangehen. Okay. Da ist das Geiselcamp. Rette mindestens 2 Geiseln. Na, das schaffen wir doch. Eine Wache. Wen habe ich denn jetzt markiert? Hä? Oh, okay. Könnte doch komplizierter werden als erwartet. Oh. Ich glaube, ich sollte mal von der anderen Seite ran. Komme ich denn da außen rum irgendwie? Ich jetzt hier ganz außen rum gehe? Wir sind noch im Missionsgebiet. Ich will mal gucken, ob es von da hinten besser aussieht. So. Er geht aufs Dach da hinten. Ich traue mich auch nicht mit der Sniper. Da oben ist wieder ein, also selber ein Sniper.
Ich traue mich hier aber nicht, weil die uns ja doch hören. Wie komme ich denn da jetzt am besten dran? Von dem Benzin? Was ist denn für ein Benzin? Ich könnte den natürlich da... Nein. Scheiße. Nein. Fast hätte er mich gesehen. Kann ich den nicht einfach wegnatzen? Ich weiß aber nicht, ob das alle sind hier. Scheiße. Wow. Den muss ich auf jeden Fall wegnatzen. Der sieht uns. Der sieht uns aber sowas von. Ein bisschen auf Distanz. Wie sieht es denn jetzt da hinten aus? Wir haben hier einen Schalldämpfer. Das sind aber auch nur 4 Wachen insgesamt hier, ne? Muss ich nochmal? Scheiße. Das zuckte mal zu sehr. Nein. Warte, ich lasse ihn noch einmal schlagen. Da oben ist er. Scheiße. Die gucken sich gegenseitig an, ne? Oh, der ist noch weitergegangen. Und... Patsch! Keiner bleibt zurück. Sehr gut. Astrein. Das war nochmal eine Sniper-Mission. Perfekt. So. Alle befreit. Lass uns frei. Ja, bin schon auf dem Weg. So, binden wir dich mal fest. Hol dir doch gerne etwas aus unserem Keller. Ihr habt einen Keller? Preiset die Götter. Ich lebe. Ach, hier war noch eine Geisel. Die haben wir gar nicht gesehen. Aber gerettet. Danke. Du bist frei und du bist nicht frei. Ich fasse es nicht. Ich lebe. Geh in den Keller. Dort wirst du sicher etwas Nützliches finden. Geh in den Keller. Das sagen alle. Man soll vergeben. Doch wie kann ich der Armee vergeben, was sie an der Schule der 7 Schätze angerichtet hat? Wo ist denn hier ein Keller? Warum brennt das hier? Wo ist denn hier der Keller? Ist noch Muni? Aber kein Keller. Hat er gerade gesagt, geh in den Keller. Nope. Der Keller wird ja nicht auf dem Dach sein hier, ne? Das wäre schon sehr seltsam. Ist das hier? Nischt. Leute, wo ist denn euer Keller? Was hast du denn? So, du wurdest ja verprügelt. Entschuldigung. Der Keller. Geh in den Keller, da wirst du was Nützliches finden. Oh, nochmal Glück gehabt. Ja, der Keller. Leute. Ich suche nach wie vor den Keller. Geh in den Keller. Ich weiß nicht, warum die hier einen Keller erwähnen die ganze Zeit. Der ist ja wohl nicht hier, oder? Nee.
Truhe? Naja, wurscht. Wurscht, Wayne. Hallo, Händler, warte mal. Schön, dass du da bist. Ja, oh, schön, dass du da bist. Ich habe nämlich wieder ein bisschen was hier. Alles verkaufen, ja. So, Munition nachfüllen, von mir aus. Kaufen, anpassen, brauchen wir es noch nicht. Oder doch, warte mal. Ach nee, wir haben ja, warte halt, hier alles voll. Wir haben ja nichts abgekriegt. Wir konnten hier alle super wegsnipern. Jo, tschüss. Bitte. Ja, ich beehre dich wieder. Natürlich, machen wir. Gar kein Problem. So. Longinus. Wir haben eigentlich nur noch Longinus. Und hier noch Propagandaposter. Wäre auch cool, wenn hier stehen würde, ist das unter Fortschritt? Kampagnenmission, Außenposten, Karma. Aha. Okay, hier kann man es wirklich sehen. Wenn man jetzt hier sagen würde, es ist... ach du meine Güte. Ah, da, Propagandaposter. Ja, ein paar bräuchten wir noch. Dann würden wir wieder... Was ist denn das? Das ist eine Marke? Naja, keine Ahnung. Wir nehmen einfach alles mit, was geht, ne? So, was ist das denn hier? Körperpanzer sind nun viel effektiver beim Absorbieren von Schäden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Weniger Schaden beim Fallen. Endlos sprinten. In der Hocke auch schneller. Endlos sprinten. Mir ist noch nie die Luft ausgegangen. Spritze. Weniger Schaden, gegnerische. Ah, Überlebensspritze Level 2. Heilspritzen 6 der Gesundheitsfelder. Nö. Was haben wir denn hier? Granate Takedown. Ja. Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also schon gut, aber natürlich ein Takedown ist leise. Und wenn man dann eine Granate wirft, ist eigentlich der komplette Pirsch-Effekt für den Arsch. Deswegen. Die physischen Schaden verringert, sowie das Risiko, bla bla bla. Bla 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 bla. Erreiche Rang 2 in der Arena. Hilfe, was konnten da noch? Und das war. Fahrzeuge halten mehr Schaden aus. Flammenwerfer, weniger Schaden beim Fallen, endlos sprinten. Ja, komm, so, zack. Wehre mich bald wieder. Ja, ja. Okay, wo gehen wir denn jetzt hin? Haben wir immer noch nicht entschieden. Sollen wir da mal, guck mal hier unten, das würde sich sogar richtig lohnen. Das würde sich sogar richtig lohnen, da unten hinzugehen. Auto? Nehmen wir das da. Was? Was tut denn jetzt? Komische Bevölkerung hier. So, dann hier lang. Schon wieder ein Bär. Schon der Respawn-Bär. Da war nämlich die Honig. Die Honig. Oh, die Honig. Wir sind nicht zu stoppen, hier ist der Sender Volkskühler. Habt ihr schon von den Höhlen gehört, in denen nur ihre kleinen Zusammenkünfte haben? Und ich benutze das Wort Zusammenkunft hier etwas frei, soweit ich weiß, wird dort kein Klein sind. Das ist echt starker Tobak, was da abgeht. Ich meine, ich bin ein aufgeschlossener Kerl. Immerhin moderiere ich hier eine Gratis-Sendung. Ein Gratis-Radio-Programm für euch, oder etwa nicht? Ja. Ich spieße, weil ich die Leute nie verstanden habe, die auf abgedrehtes Zeug stehen. Ich meine, Sex macht Spaß. Und dafür bin ich dankbar. Ich tue es, sag Danke und bleibe in Bewegung. Aber wenn man seine Festplatte in das Floppy-Laufwerk von einem Mädel stecken will und dazu noch die Mittelklammern und Peitschen aus soll, dann hört es für mich auf. Okay, ich krieg für sowas eh zu leicht blaue Flecken. Ich weiß noch einmal, war ich mit einem Mädel zusammen, die auf der Stelle. Spricht er da bitte? Und sie schrie, fick mich. Und fing dann an, mich zu schlagen. Und es kam irgendwie an wie, fick dich. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist mein Vietnam. Was zum Geier, Wurber? Hilfe, schnell weg von diesem Auto. Dieses Auto ist schmutzig und verdorben.
Hier muss da irgendwo was sein. Da drin? Wer hängt dein Poster hier drinnen auf? Zack, weg damit. So. Ja auch. Zwei bis zur nächsten Belohnung und ich meine mich zu erinnern, die hingen sogar hier. Wir haben hier noch Schabraken Tapir. Da oben. Komme ich da irgendwie elegant hoch? Oh. Ich weiß, ich und elegant passt nicht so ganz, aber... Wie kommen wir denn da hoch?